Herzlich willkommen zurück bei No One Survived. Wir sind an unserer Brücke. Das heißt, komm, lass mal ein bisschen was weghacken. Ich würde gerne ein bisschen Material mit euch zusammenholen. Oh, guck mal. Ob es hier wohl Schaden gibt, wenn man... Oh, guck mal, die Bäume muss man erst bearbeiten. Dauert das jetzt so lange, bis der wegspawnt, oder muss ich da noch drauf rumhacken? Oh, ich glaube, ich habe keinen Platz für die Baumstämme. Oh nee, ich habe ja gar keinen Platz. Kann ich hier was hinschmeißen, ohne dass... Du weißt schon. Ich würde mal probieren, ob ich auf der Brücke hier was bauen kann. Würde mal tatsächlich mal zwei, drei Sachen hier rauswerfen. Autobatterie. Gut, wenn es sein muss. Ich zumindest ein bisschen Material einpacken kann. Okay, hier habe ich es hingestellt. Sehr gut. Gott. Ja, anscheinend kann ich auf dem jetzt nicht mehr drauf rumhauen. Ah, jetzt ist er weg. Guck mal einer an. War ja easy. Okay, das war's leider schon. So, Bauhammer raus. Gebäudemenü öffnen, schließen. Alles klar. So, was können wir denn jetzt hier überhaupt bauen? Lass mal entspannt durchgucken. Guck mal, angespitzte Holzpfähle. Ein Holztor. Was kostet sowas? Pflanzenfasern, Planken, einfache Teile, Baumstämme. Ach du Schande. Eine Kiste. Auf Fundament oder Böden sollen wir das bauen? Brauchen wir auch einfache Teile für? Wie sieht es denn aus mit einem stinknormalen Holzfundament? Könnten wir das hier auf der Brücke bauen? Ja, können wir. Oh, aber hier nicht mehr. Ach, das ist aber schade. Hier war es gerade irgendwo grün. Okay, also können wir nur hier vorne bauen. Ja gut, vielleicht reicht das ja, oder? So, dann gehen wir mal so weit nach hinten wie möglich. So. Warte mal, snappen die nicht? Doch, aber hier darf ich nicht. Ach, ich muss erst eine aufbauen? Ne, so geht's. Okay, warte mal, das ist ja blöd. Okay, dann muss ich die andere nochmal abreißen. Die scheint nicht zu funktionieren. Okay, das würde ja gehen. Scheiße, dass ich jetzt hier nichts bauen kann. Ich nehme mal schwer an, von da hinten wird jetzt kein Zombie kommen, oder? Hier weiß ich schon wieder nicht so genau, aber ich nehme an, die würden dann von hier vorne angelaufen kommen. Ich würde mal sagen, wir versuchen mal 3x3. Was ist jetzt los? Hier geht's schon wieder nicht. Okay, dann versuch's doch mal so. Kann ich hier hochlaufen? Ja. Dann würde ich mir hier eine Treppe vielleicht kann ich die da hinsetzen. So würde es auch gehen. Bauen, lange drücken, um abzureißen. Abbrechen. Snap Rotation. Na gut, das wird mir nicht viel bringen, ne? Nee. Nee. Okay, ja gut, wir gucken erstmal. Warte mal, was brauchen wir für so ein Ding? Oh Gott, ist ja gar nicht mal so billig, ne? Ich glaube, ich muss mir erstmal eine Foundation vielleicht aufbauen, wo ich eine Kiste draufsetze. Vielleicht erstmal irgendwie die hier? Warte mal, wie.
Okay. Gut, es wird ein bisschen dauern, aber ich würde gerne nicht mein ganzes Inventar hier hinschmeißen. Ich würde gerne erstmal irgendwie... Ach, eine Kiste, kann ich die überhaupt schon bauen? Ich habe keine einfachen Teile. Okay, man darf auch nicht drin rumstehen. Ja, ja, beruhig dich doch. Weißt du, ich würde nämlich gern diese Verteidigungsposition der Brücke ein bisschen nutzen, so für die erste Base. Ich nehme an, das wird zu klein sein. Oh, nice. Der Abriss bringt keine Materialien zurück, sondern sammelt technische Erfahrung. Aha. Okay. Wie war das jetzt mit der Kiste? Warte mal, Bauhammer? Habe ich in der Hand. Menü öffnen, da muss ich mich noch ein bisschen dran gewöhnen. Kiste war ein einfaches Teil, aber das haben wir nicht dabei, ne? Nee, scheiße. Also nix mit Kiste. Und ich weiß halt nicht, ob das hier despawnt. Kletter mal bitte. Mit dem Klettern hat das auch nicht so, du. Das heißt, wir müssen erst looten gehen? Bevor ich hier irgendwie was tragen kann? Scheiße. Achso, ich kann ja nur zwei, die es immer wieder vergisst. Wetter wird schlecht. So, wo kriegen wir jetzt einfache Teile her? Da oben scheint ein riesiger Komplex zu sein. Da sind mit Sicherheit ein paar Zombies. Drehschnitt. Wenn ich jetzt mal looten gehen wollte, wo würde ich denn das machen? Hier in der kleinen Stadt, wa? Das heißt, ich müsste nochmal über die Brücke. Da hinten ist, glaube ich, noch eine Brücke. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Das geht doch wieder auf die Performance. Ich habe es ein bisschen... Bisschen stabiler habe ich es bekommen, wie es scheint. Ist halt noch nicht durchoptimiert, das Spiel, ne? Also... Gehe ich jetzt nochmal... Ja, ich gehe hier nochmal zurück. Wir brauchen ein bisschen Material. Zumindest mal einfache Teile müssten wir mal looten. Schlängeln wir uns nochmal hier zurück. Die andere Seite der Brücke. Das ging ja hier vollkommen problemlos. Irgendwann falle ich hier mal runter, ich bin sicher. Oh mein Gott. So. Dann lass uns mal hier so ein Haus vornehmen. Hast du das hier gelootet? Ich nehme mal an, bis neu einloggen. Oh. Hier ist noch ein Militärrucksack. Warte mal. Militärrucksack. Nee. Da hinten liegt er? Nee, das ist mir zu weit weg. Warte mal, ich will mal was ausprobieren. Der Rucksack ist mit den Sachen jetzt komplett da drin und ich habe einen neuen Rucksack mitgenommen. Das war ja smarter, als ich dachte.
was die hier? Aluminiumklumpen. Wenn wir denn dann eine Kiste bauen können. Und wir machen mal einen mit dem Speer weg. Mal gucken, wie das geht. Moin. Oh. Oh, das ist aber... Nein, ich habe keine Ausdauer mehr. Moment, kurz mal ein bisschen Ausdauer. Er ist aber stabil, du. Jetzt ist er hinüber. Muss mal kurz Ausdauer aufbauen. Für Speer, ja, auf Distanz ist natürlich ganz gut. Also, die Reichweite des Speers ist ganz gut. So war es gemeint. Aber er braucht ganz schön lange, ne? Junge, was geht mit dir denn? Wollte er jetzt treten? Ich stech dich ab. Ausdauer? Oh Gott. Ich muss vielleicht irgendwie... Ja, sehr gut. Schön auseinandergeteilt, den guten. Okay, lass mal ins erste Haus rein. Da hinten schleicht noch einer rum. Solange der mich nicht sieht, dann würde ich den jetzt erstmal lassen. Ah, der sieht mich gleich, ne? Ja, mehr Benzin, weiß ich nicht. Nimmt sehr viel Platz weg, die, weil es so ein großes Teil ist. Er geht woanders lang, sehr gut. Da war leer. Autos gucken wir mal eben durch. Das war nicht so erfolgreich. Mann, bitte. Machst du mal bitte. Danke. Noch ein großer Rucksack. Hallo? Nimmst du noch mal ein Speer? Ein paar Pfeile sparen? Ich weiß gar nicht, ob wir noch Pfeile haben. Wir müssten uns auf jeden Fall auch mal welche bauen. Ach komm, den steche ich noch mal schnell ab. Oh, da sind noch mehr. Hat er mich jetzt auf dem Kieker oder nicht? Den ersten schon mal grandios verschossen. So, dauert ein bisschen, aber den Kopf habe ich getroffen. Sehr gut. Oh, meine Pfeile habe ich auch alle wieder bekommen. Linke Bein. Jetzt hat er mich auch schon gesehen, oder was? Ich lösche euch alle aus. Oh, was macht er für Sachen? Okay, er hat mich noch gar nicht gesehen. Dann rein ins Haus. Wie viele Pfeile hast du noch? Vier. Das ist nicht so geil. Junge, ist das ein Wetterchen. Okay, wir brauchen... Und die Tür ist auf. Ist das vielleicht schlecht? Wegen Zombies und so? Ich weiß nicht, ob die Innengebäuden auch drin sein können. Auf jeden Fall ist es... Turnschuh. Mega. Kann ich verschiedene... Nee, das ist alles ein Loot-Container, oder? Essen! Eine Zeitschrift. Okay. Guck mal hier, unsere körperliche Stärke. Kohlenhydrate, Durst hat er auch so langsam. Kann ich eigentlich irgendwie alles nehmen? Nee. Da draußen beschwert sich gerade einer. Oh, okay. Warte mal. Kann ich die Tür auch... Alter! Bleiben Sie draußen!
Das mit dem Hitten auf dem Boden ist aber immer noch ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Ich warte lieber... Oh nein, was ist denn jetzt los? Nein, scheiße. Oh Gott, ich muss weg. Alter, ist der schnell. Junge, beruhig dich. Virus, Antikörper, Hygiene, Motivation, Protein, hier Leben. Okay, 9 Leben hat er mir geklaut, das geht ja noch. Puh, Alter. So, das hatten wir. Kanister können wir nicht. Schreibtisch können wir. Bin mal gespannt, ob wir hier so ein einfaches Teil mal auftun können. Dass wir uns mal eine Kiste bauen können, das wäre mega gut. Ist hier was drin? Nee. Okay. Aha. Das kleine Beistelltischchen. Da ist komprimierte Kekse. Was sind komprimierte Kekse? Aufs Klo muss er nicht. Papierkorb, sowas geht nicht. Oh, da sind noch 2 Koffer. Eine Schulterleuchte. Ein T-Shirt. Können wir doch bestimmt nochmal gebrauchen. Eine Wintermütze. Okay, wenn es kalt wird, haben wir schon mal was zum drüberziehen. So, hier ist durch. Und hier ist durch. Da waren wir drin. Bleibt noch die Seite. Jetzt noch nicht so der Oberloot. Energieriegel. Doch leider noch kein... Oh. Ich bin ziemlich blutverschmiert. Ich müsste mich wahrscheinlich auch mal waschen dann, ne? Der Punkt Hygiene gibt es ja auch. Und dieses ranzige Zombieblut. Gut, das muss man jetzt nicht mit sich rumschleppen. Stinkt bestimmt richtig übel. Aber wir haben schon mal gelernt, es gibt auf jeden Fall auch schnellere Zombies. Maiswein. Gönn dir. Kühlschrank. Oh, Schweinefleisch. Kleine Maiskolben, eine Orange und eine Kartoffel. Hier einfache Teile, alles klar, nice. Wir können eine Kiste bauen. Man freut sich auch über Kleinigkeiten, wie er komplett ausrastet. So. Okay, die Tür schwingt in beide Richtungen, das ist okay für mich. Also ein bisschen was könnten wir noch. Wollen wir noch ein zweites Haus angehen? Aber denk dran, du hast... Ja, das kleine, da nehmen wir noch mit. Denk dran, du hast keinen Loot Refresh. Musst dir dann schon ein bisschen merken, wo du warst und wo nicht. Oh. Okay, achso. Übertrag mal mit Shift. Noch eine Autobatterie. Eine Baumwollhose. Oh, passt die hier schon nicht mehr rein? Wie drehe ich denn? Ach, mit R würde ich drehen. Trotzdem passt das irgendwie nicht. Das heißt, ich wäre jetzt schon voll. Also gut wie. Trotzdem würde ich noch ein einfaches Teil mitnehmen, wenn es noch eins gäbe. Hier sind bestimmt auch noch zum Bösen. Ach, das ist ja noch, das ist noch ein Haus. Ich würde sagen, wir gucken mal hier rein. Sind hier tatsächlich Zombies drin? Ne, ich glaube, die sind draußen. Cool. Also die Lootrunden, die machen schon Spaß. Sturmgewehrschaft. Kriegen wir noch mit, dann pack's ein. Oh. Da wird doch wohl nicht von selber hier reinkommen, oder?
schlau sind die Zombies so nicht. Sonst habe ich gleich wieder Panik, ich sag's dir. Da haben wir nix. Und rumliegen tut ja auch nicht wirklich was, oder? Ich habe so den Müll am Boden, habe ich noch gar nicht richtig abgecheckt. Oh doch. Er kriegt bloß die Tür halt nicht auf. Na ja, gut, dann bleibt da. Neben dem Haus ist nix. Also die beiden haben wir. Oder hinten ist noch eine riesige Scheune. Aber ich glaube, wir machen uns erstmal kurz zurück. Damit ich nochmal eine Kiste habe. Wir müssen ja auch noch den zweiten Rucksack dann abholen. Kommt der jetzt mir hinterher? Was macht er denn da? Kommt deine Busch nicht vorbei, okay. Ja, oh Gott, die Ausdauer ist aber schnell weg. Der Weg hier rüber ist ein bisschen... Weiß gar nicht, könnten wir auch schwimmen? Und vor allem, wären wir im Wasser safe? Alles so Sachen, die man mal ausprobieren müsste. Ist halt ein bisschen schlängelig, aber naja, gut. Dafür nehme ich an, dass von hier keine Zombies kommen. Ich hoffe es. Dann würde ich nämlich für unsere erste Basis... Nein, was machst du denn? Der hier Tonübung. Sagen, dass man vor die paar Foundations hier, das ist halt erstmal nur, oh, die Sachen sind noch da. Trotz, dass ich außer Reichweite war. Irgendwas Gefährliches hier? Nö. Ich würde jetzt mal gucken, dass ich hier schon mal versuche, eine Kiste draufzustellen. Warte mal. Struktur, Einrichtung? Ja. Oh. Ah, da. So ist richtig rum, oder? Ja, ich glaube schon. So, hier brauchen wir jetzt einfache Teile. Die haben wir. Und 5 Planken. Okay, das war... Ich dachte, man würde die einfach... Natürlich brauchst du dafür Planken. Handwagen. Oh, da brauchst du aber eine Menge einfache Teile. Hier, angespitzte Holzpfähle, ne? Was ich vorhin sagen wollte. Upsa. Da können wir uns noch ein paar Reihen vormachen. Ich denke mal, für die erste Horde wird es dann reichen. Wie zum Teufel baue ich ihn jetzt... Bauen Sie mit Lernvoraussetzungen nicht erfüllt. Was muss ich machen für das Ding? Lernkosten, ein Baumstamm. Warte kurz. Oh Gott, das ist ja eine Mechanik. Natürlich passt er hier nicht rein. Kann ich den jetzt freischalten? Oh, das war ja schon richtig. Ne, wie mache ich denn das mit dem Baumstamm? Bauen Sie mit an. Ach so. Lernkosten 3 Steine und... Ah, warte mal. Ja, habe ich. Was habe ich denn hier links unten überhaupt für eine Anzeige? Okay, meine körperliche Stärke ist echt am Arsch und ich habe ein bisschen Durst, aber das finden wir jetzt nochmal schnell raus. Ja, ach so, ich muss das nur im Inventar haben. Ja, nice. So,
Dann ja, brauchen wir noch ein paar Klamotten, um den Tisch jetzt aufzustellen. Aber vielleicht gönnst du ihm mal ein Schlückchen zu trinken. Komm. Ist das überhaupt sauberes Wasser? Ja. Körperliche Stärke. Das heißt Kohlenhydrate, Protein. Das ist halt ja so allgemeine Konstitution. Die baut sich durch Schlafen wieder auf, hoffe ich. Jetzt muss ich langsam ein bisschen Gas geben, dass ich hier mal ein bisschen was aufstelle. Was brauchen wir denn für diesen Tisch? Achso. Und wo ist der jetzt drin? Einrichtung? Bodenmauer, Balkenstütze, Holz und Treppe. Ah, Synthese. Na klar. 3 Baumstämme, 5 Steine. Ach, scheiße, ein Werkzeugkasten. Ich habe keinen Werkzeugkasten. Ich will doch bloß eine Kiste, wo ich mal schnell ein bisschen Zeug ablegen kann. Da flucht noch eins. Okay, wenn ich meinen kompletten Rucksack hier hinwerfe. Achso, das passt nicht wegen dem Baumstamm. Würde nämlich jetzt hier in der Ecke dann diese Werkbank da hinsetzen wollen, aber ich habe halt keinen Platz im Inventar. T-Shirt mal hier hin, Autobatterie dazu. Die Teile lege ich, glaube ich, nicht außer Hand. So, jetzt können wir hier, hoffe ich, doch ein paar Baumstämme reinpacken. Ja. Wir gehen uns mal ganz kurz waschen. Könnte ich mir schon so ein einfaches Bett hier hinknallen? Ich brauche wahrscheinlich schon viel zu lange und müsste am Anfang deutlich schneller sein, aber wir müssen ja erstmal alles rausfinden. Waschen. Trinken muss jetzt erstmal noch nicht. Wasch dir mal das alte Blut ab. Jo, sieht gut aus. Hast du gut gemacht. Speichervorgang erfolgreich. Und hier gibt es auch eine Menge Steine. Bäume sind genug da hier in der Umgebung. Eigentlich passt es. Aber das mit der Werkbank, dass das so ein Stress ist, sich das Zeug zu beschaffen. Ich sammle das nochmal kurz hier ein. Werkzeugkasten. Ich weiß jetzt nicht, ob ich in einem anderen Rucksack einen drin hatte. Das heißt, den würde ich jetzt mal holen. Ich lasse den mal hier. Und wir rennen schnell rüber und holen mal den anderen Rucksack aus dem Auto. Oh, guter Mann. Richtig sportlich. Dass wir den auf jeden Fall schon mal noch hier drüben haben, bevor es jetzt wieder dunkel wird. Ich kann es dann ja ein bisschen heller stellen. Oh mein Gott, ich habe immer Angst, hier drüber zu laufen. Jedes Mal. So, mal gucken, ob der noch da ist. Aha. Jetzt hat er wieder. Haben wir da einen Werkzeugkasten drin? Natürlich nicht. Das heißt, wir müssten nächsten Tag nochmal die Häuser hier weiter durchforsten, um Werkzeugkasten zu kriegen. Ich würde jetzt... Wir gucken gleich nochmal, ob wir uns ein Bettchen bauen können, dass wir mal ein Schläfchen machen können. Ich weiß nicht, ob ich hier durchfallen kann durch diese Lücke da, die da ist, weil diese Eisenstäbe so verbogen sind. Das wäre mal wieder ein holpriger Start, aber wir kommen rein.
Und die Loot-Runde hat eben schon mal richtig Spaß gemacht. Das ist schon nice. Ich bin nur gespannt, ob wir es irgendwie hinkriegen, ein bisschen Verteidigung aufzubauen. Für die Hordennacht. Das wäre schon echt nice. Und dann mal gucken, wie die Idee hier so ist, weil hier ist überall, na, das ist relativ hoch. Ich weiß nicht, wie hoch die springen können. Über Zäune kommen die ja drüber. Na, wir müssen es halt ausprobieren, ne? So. Du wolltest mal gucken, ob du ein Bett bauen kannst. Das auch über den Hammer. Fundament oder Boden? 6 Stöcke, 20 Fasern. Ich penne hier einfach an der Erde erstmal. Oder willst du es gleich da oben draufsetzen? Nö, nö. Ich lege mich hier einfach auf der Straße ab. Stöcke und Fasern. Habe ich eigentlich... Ah, hier hast du Fasern. Ich glaube, beim Hacken von dem Baum haben wir welche bekommen. Soll ich es euch ein bisschen heller machen? Jo, mal gucken, was passiert, wenn die körperliche Stärke auf Null geht. Wie mache ich ihn jetzt? Kann ich aus den Baumstämmen irgendwie Stöcker machen? Zerlegen. Erfordert die Verwendung eines Messers? Wir haben ein Messer. Aha, jo, 2 Stöcke haben wir. Okay, dann müssen wir noch ein paar mehr zerlegen. Scheiße. Was macht der denn hier auch? Leg doch mal den Stock bitte so rein. Dann kann ich auch noch einen Stamm aufnehmen. Und den zerlegen wir dann gleich noch. Hier wird er jetzt wohl da drauf stacken, oder? Ja, sehr gut. Wir kriegen es hin. Wie viel wollt ihr haben? 10? Warte mal, jetzt habe ich aber keine Pflanzenfasern gekriegt. Oder? Liegen die hier noch rum? Warte mal ganz kurz. Alter Schwede. Vielleicht ein bisschen zu grell sogar. Aber wir können wissen, was sehen. Guck mal, hier liegen auch Stöcker rum. Dann kannst du auch die nehmen, ne? Oder? Ja. Siehst du bloß im Dunkeln nicht. Okay, muss so ein bisschen warm werden hier mit seiner. Nicht die Knarre. In den Speer. Pflanzenfasern. Einfach sammeln? Nee. Okay, die kann man auch. 5 und 3. Aber da kommt gar nichts raus oder sehe ich es nicht? Nee, scheinbar kommt da irgendwie gar nichts raus. Nimm mal die Axt kurz. Doch, jetzt. Pflanzenfasern. Ah. Aber das war der kleine Baum, den ich da weggehackt habe. Ja, hier kommt tatsächlich nur Pflanzenfasern raus. Aber ich glaube, wir haben genug. Für unser Bettchen. Auch ein bisschen crazy, dass das hier so taghell ist. Ich hoffe, hier kommen keine Zombies vorbei.
So, F, alles hinzufügen. Das wäre ja auch gut gewesen. Körperliche Stärke ist tatsächlich auf 0. Ich nehme an, das geht stark auf die Ausdauer oder was? Wenn wir ausgeruht sind, dürften wir ein bisschen mehr von den Balken jetzt haben. Ich stelle es mal wieder dunkel, nicht, dass wir blind werden nächsten Morgen. Okay, das ist natürlich ein bisschen nervig. Mach jetzt nur am Anfang, solange wir noch kein vernünftiges Licht haben, ne? Jo, aber ich würde sagen, wir pennen mal eine Runde und testen mal, wie das so ist. 23 Uhr, ich denke mal so um 6 Uhr wird es hell. Musst du vorher noch ein Schlückchen trinken? Okay, er läuft wieder ein bisschen zittrig jetzt gerade. Weiß auch nicht, manchmal läuft es hier rund und manchmal nicht. Ich habe das noch nicht ganz verstanden. 6 Stunden? Ja, wir schlafen mal 6 Stunden. Wir legen das mal als... Ja, guck mal hier unten. Die körperliche Stärke baut sich auf. Ihr seht's. Das ist schon mal nice. Mal wieder volle Ausdauer. Das dauert ja lange mit dem Schlafen. Zack. Da ist er wach. Ja, leichte Morgendämmerung. Ich denke mal, Sonne wird gleich aufgehen. Und dann, was da unten, diese beiden gelben links unten im Bildschirmrand, das weiß ich noch nicht. Ich nehme an, das ist hier das, ne? Protein und Kohlenhydrate. Wir werden uns gleich mal irgendwas reinscheppern müssen. Protein und Kohlenhydrate. Die beiden Dosen, können wir die jetzt einfach so essen? Ja, okay. Und was sind Kohlenhydrate, ne? Ja. Reichhaltiges Dosenfleisch. Schmeckt am besten warm. Hm, ja, Lagerfeuer haben wir noch nicht. Kümmern wir uns beim nächsten Mal drum. Frische ist noch super. Vielleicht heben wir uns das erst nochmal auf. Sich in meiner Lage mit so einer Kiste zu bauen. Ich werde vielleicht hier noch ein paar Ressourcen reinprügeln, weil das dauert ja doch relativ lange. Hier ein bisschen Holz zu besorgen und rein zu basteln. Ich schmeiß mal mein Inventar hier hin. Ich hoffe, es ist dann noch da. Dass wir hier ein bisschen vorankommen. Hat jetzt ein bisschen gedauert. Aber ich muss mir das reinfuchsen. Ne? Trotzdem, Leute, vielen Dank fürs Reinschauen. Wir hatten zumindest eine schöne Loot-Runde drin. Und wir haben uns jetzt erstmal für einen Platz für unsere Base entschieden. Für die erste Base. Wenn wir später uns ein bisschen besser auskennen, können wir vielleicht nochmal eine hübschere Bude bauen. Die so erstmal uns zweckmäßig durch die ersten 1, 2, 3 Hordennächte bringen. Schauen wir mal. Also, bis zum nächsten Mal bei No One Survived. Danke fürs Reinschauen. Macht's gut. Bis denne. Tschüssi. Wie der erste Mensch wieder, Floki. Wie der erste Mensch.